Moin, moin, ihr Lieben. Das Erntefest hat gerade angefangen und ich bin ja schon mittendrin. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Es waren wieder schöne 2 Minuten. Das sage ich irgendwie jedes Mal. Nein, es war wirklich cool. Also es geht jetzt noch 167 Stunden. Ich habe 3 Items schon bekommen. Den Laubmaulwurf, den Nusskampf und die Herbstkanone. Über den Laubkampf und den Herbstmaulwurf, den Laubmaulwurf, bin ich mir noch nicht so richtig sicher, ob die es in meinen Ziergarten schaffen werden, aber die Kanone auf jeden Fall. Das war auch mein einziges Ziel, was ich hatte bei diesem Event, und das habe ich geschafft. Und da freue ich mich riesig. Somit ist dieses Event für mich schon ein voller Erfolg. Ich habe einen Überraschungssetzling bekommen und keinen Eierbaum, zum Glück. Und ich hoffe inständig, dass dies kein Eierbaum wird, weil ich den Eierbaum nicht unfassbar hübsch finde. Und ich keine Eier brauche. Was soll ich mit Eiern? Ich weiß nicht. Ich brauche keine Eier. Ich verkaufe meine Eier im Moment, damit die, die Eier brauchen, welche bekommen. Ihr könnt goldene Eicheln verschicken. Und zwar an euren Nachbarn. Auch an Nicht-Nachbarn. Da ist die goldene Eichel. Und Waldemar Play kriegt jetzt von mir eine goldene Eichel. So. Die kann man dann auch in der Stadt abgeben. Da gehen wir jetzt mal hin. Erstmal die Stadt. Ey, wie geil ist das? Das ist, oh, das ist das Beste seit langem. Die Stadt sieht total schön aus mit diesen ganzen Laubbäumen. Überall liegen kleine Blätterchen. Wieder sehr viel Liebe zum Detail. Wunderbar, total schön. Ich bin sehr begeistert und das entschädigt für so manchen Müll der letzten Tage. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, wir haben seit gestern Bewegung in der Stadt. Wir haben einen Marktschreier. Wir haben einen kleinen Hasen, der Papierboote faltet und die hier unten schwimmen lässt, oder beziehungsweise er hat sie schon gefaltet, er faltet nicht noch, er hat sie gefaltet, er hat sie mitgebracht, und eine Biene, die angelt. So, das ist jetzt das Eventgebäude. Wurde ja gestern spekuliert, könnte das ein Item sein? Nein, es ist anscheinend das Eventgebäude. Und so sieht es jetzt bei mir aus. Also ich habe mit Rosen und Mandeln dieses Ganze hier bestritten, und hier ist für mich der Punkt, wo ich aufhöre. Ich sage euch auch warum. Ich müsste jetzt Waren im Wert von 850.000 Moospennies abgeben. Pflanzen, nicht Waren, Pflanzen. Um dann Rezepte zu kriegen, die ich in meinem ganzen Leben nicht brauchen werde. So, das ist schon mal totaler Quatsch. Dann müsste ich nochmal fast 1 Million abgeben, also Waren im Wert von fast 1 Million, um diesen Bären zu kriegen. Den Bären gucken wir uns mal an. So sieht der aus. Erstens finde ich den überhaupt nicht schön, die Augen sind viel zu groß, der guckt komisch, der läuft komisch, das einzig Niedliche ist, wie die Laterne so auf und ab wackelt. Dann bringt das Ding alle 20 Stunden nur 400 EP. Ich habe gedacht, ich habe was an den Augen, ganz ehrlich. Wollen die uns verarschen? Wer gibt denn 1 Million aus für, entschuldigt, so einen hässlichen Bären, der dann alle 20 Stunden nur 400 EP bringt? Wenn er 4000 EP bringen würde, könnte ich es noch nachvollziehen. Da würde ich jetzt vielleicht auch noch den Rosenmarkt stürmen. Wer weiß. Aber, ey, bei aller Liebe. Selbst wenn ich ihn hätte, er würde im Lager verrotten, und das ist es mir nicht wert. Und somit ist mein Erntefest für mich abgeschlossen und fertig. An alle, die ganze Zeit denken, das ist ein Erntedankfest, das ist kein Erntedankfest. Erntedankfest feiern wir in der Kirche, und da soll es auch bleiben. Und das hier ist das Erntefest. Ein großer Unterschied, wie ich finde. Ja, das war es eigentlich schon. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, ob ihr das fertig gemacht habt, wie viel ihr da, mit was ihr es fertig gemacht habt und wie ihr die Items so findet. Und dann später könnt ihr mir auch reinschreiben, was aus eurem Setzling geworden ist. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.